Helikopter 1. Down! Dann bin ich Helikopter 1. Sag, war das früher diese Sendung hier im Helikopter 117? Ja. Wo sie immer irgendwelche Leute aus Krisengebieten, also hier aus Skigebieten irgendwie gerettet haben, die da irgendwo eingesperrt waren. Da hab ich voll gerne geguckt. Ja, ich auch. Das war dieser weißhaarige, sehr, sehr neutrale Anzeige, die Moderator der hatte. Nee, ja, das war Notruf. Ach, das war Notruf. Helikopter 117 war diese Serie. Ja, okay, hab ich nicht geguckt. Notruf habe ich auch immer geguckt, das war Notruf Hans Meiser. Hans Meiser ist es, okay. Bei Notruf, da denke ich mir aber auch, dieser eine Typ, der da irgendwo in so einem Berg, da gibt's so einen Film von, der Typ, der in dem Berg da festhängt. Mit seinem mit seinem Arm, und der sich den dann selbst abtrennen oder abreißen musste, damit er da wegkommt. Ja. Hätte der mal den Notruf den Notruf Helikopter. Helikopter? Helikopter, oh ja. Mein Lieblingsfluggerät. Marcel, würdest du mir einen Gefallen tun? Ja, vielleicht. Im Battle.net mal gucken, ob du alle Beta-Profile aktiv hast. Hab ich. Sicher? Ja. Bei dir war ich nämlich genauso sicher. Rate, was ich entdeckt hab. Ja, nee, ich hab da sogar, bevor das Buch angekündigt wurde, habe ich sogar... Das wurde angekündigt, das Buch? Nee, bevor die Beta angekündigt wurde, habe ich sogar extra nochmal nachgeguckt. Ja, weil Buddy hat so gesagt, ja, habe ich, und was hatte, er hatte genau Virus drin. Interessant auch, dass er... Ich habe schon seit ein paar Tagen nicht mehr ins Battle.net geguckt, von daher kann ich mal gucken, ob ich mittlerweile... Das bezweifle ich, weil es ist gerade wieder die Phase, wo Virus-Streamer aktiv sind. Wenn wir Pech haben, werden dieses Jahr echt wir alle nur immer für die Wochenenden freigeschaltet. Also ich bin jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen... Und Domi und ich sind noch nicht mal freigeschaltet worden. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich wieder die nächsten Wochenenden, wenn nochmal welche kommen, oder je nachdem wann sie kommen, genauso wie bei Teso, immer nur an den Wochenenden, du hast anscheinend keinen. Ne. Werden wir wahrscheinlich nur da spielen können und die ganzen Streamer werden durchgehend zocken können, was mich voll ankotzt, weil Streamer ist mittlerweile jeder, der irgendwie einen bei Blizzard kennt. Also stell dir vor, ich wäre jetzt bekannter Streamer und würde jemanden bei Blizzard kennen, könnte ich einfach sagen, okay, ich brauche 20 Keys. Könnt ihr dann bei uns einen verteilen und könnt noch 5 verlosen oder so. So einfach geht das bei Blizzard. Brauchen wir noch einen Bärmann? Nee, ne? Nee, aber wo kommen die scheiß Luftangriffe her? Ja, Prozente fehlen dir noch, bleib mal da oben, weil ich mach dann hier die Leichen im Brust nicht. Also mir hat nur noch 1% gefehlt, wie viel fehlt dir? Okay, dann haben wir fertig. Ich flieg jetzt aber so zurück, das geht schneller. Wobei, Taxi-Flugmanns, die sind jetzt auch schneller, ne? Also noch schneller als unsere Flugmanns, oder? Glaub schon. Hast du eigentlich 280 oder 310% fliegen? Ich hab 280. Ich hab jetzt knapp 12.000 Gold. Ich glaube, ich kaufe bald mal die nächste Stufe. 82 ist doch so 90er. So. Jetzt ist nicht mehr viel, dann hast du es geschafft, Dummi. Dann ist die lange Aufnahme hinter dir. Müssen wir in den nächsten Wochen nur noch raiden. Und du hast Hausaufgaben. Apex des Kristalles sammeln. Ah, schon wieder. Ja, es tut mir leid, aber wir können es ja gerne zusammen machen. Lockst du morgen mit mir ein. Weil ich mach das ja eh jeden Tag. Was hängt hier eigentlich an meinem Headset? Habe ich dagegen gejisst? Wow! Ja, genau. Ja. Apropos Jizzen, so kam ich vorhin auf das Thema mit den Eulen, mit den geilen Stimmen. Ich hab dir doch mal diese Natalia Grey bei dieser Webcam-Seite, nenne ich sie mal, gezeigt, Marcel. Die rothaarige. Die macht ihr Geld ja größtenteils nicht durch Schweinereien, sondern durch Dirty Talk, also durch Reden, weil die so eine geile Stimme hat. Ich hab das deutsche Pendant gefunden, ich bin sehr glücklich. Oh, so geil. Anfänger. Ich hab mich. Nina Wicked. Ich hab übrigens jetzt die Woche mir auch mal Doggy Bee angeguckt. Oh, super awesome, oder? Aber ich kenne wieder Porno, wa? Etwas Doktor. Nee, ich hab auch nur durchgeskippt, ja, weil ich das einfach mal sehen wollte. Ja, halt wie die sich nebenbei schminkt, Alter, das ist ja, so genau. Geil. Das ist aber halt das Ding, du siehst sie halt die ganze Zeit angezogen, immer hat sie ihre Hose aus, aber ihr Arsch ist halt weg von der Kamera, du siehst nix. Etwas Drecksarbeit. Sammelt 15 Marinebefehle eiserne Horde von Truppen der Eisen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ist sie gar nicht mal so hässlich gewesen. Ist er auch nicht. Nicht nachlassen. Schlief 2 Bundesliga-Gebiete in Tanantel. Und sie sieht halt Dagibi nicht unähnlich. Und ich finde ja Dagibi im Gegensatz zu dir auch relativ gut aussehend.
Heute haben wir übrigens 3 Jahre Dagi, nicht Dagi B, sondern Bibis Beauty Place Beauty Palace gefeiert. Nicht! Halt! Ich will nicht zu Kid Jasons Thron fliegen. Ich hab da gerade so eine Rakete angeklickt, hab einfach auf die Sprechblase geklickt, um zu gucken, was die macht. So die beste Gruppe. Sag mal, haben die hier keinen Händler? Ach, der Schmied ist ja da drin. Wahrscheinlich. Also bei der Allianz ist das so, dass die wichtigen Händler alle hier drin sind. Hier natürlich nicht. Fickt euch doch. Grüße. Wenn man mit dem Gastwirt. Reparieren wir halt in der Garnison. So, einmal zum Hafen. Das wird jetzt gefühlt 5 Minuten dauern. Erstmal meinen Ring löschen. Der Ring of Fire. Oh, das war mein Ring des kopflosen Reiters. Alter, wie man hier mal direkt verreckt wegen dieser Scheiße. Du hast den Boden eingeklemmt, macht mir doch nicht so eine Angst. Ja, ey. Ich weiß, hättest du mit, also so klinge ich, wenn ich mit Hoden einklemme. Nee, da würde ich schreien, jo. Ist dir das noch nie passiert? Nee, ich klemme mir meinen normalerweise nicht ein. Bayern hat übrigens jetzt... Ich sag, das hat Freundin. Ja, Schatz, du möchtest... Oh nein, Alter, letztens in der Berufsschule... Oh, ich dachte, jetzt kommt so eine schmuddelige Geschichte von dir und deiner Süße. Dann hätte ich aber rausgetappt, die Aufnahme unterbrochen und Teams nicht verlassen. Letztens in der Berufsschule hat so einer Fall einfach ein Video angemacht, wo dann so ein Typ war, ja, der sich einfach so bestimmt 5-6 Minuten lang in die Eier hat treten lassen. Oh, da gibt's ja noch. Knie. Da gibt's noch viel bessere Sachen. Soll ich mal so ein paar Stories erzählen? Es gibt den Fetisch, dass Männer sich mit High Heels auf den Eiern, also mit sehr dünnen High Heels, so quasi in den Eiern, die sich quasi, wie heißt das, akupunkturieren lassen, wie auch immer das heißt. Nageln lassen. Ja, quasi. Sie lassen sich nageln. Verstehst du? So, hier war gerade die Ausbeute ein bisschen blöd, weil die zwei vor uns die ganze Zeit entkommen waren. Hast du gerade eine Bombe dem entgegengeworfen? Warum bin ich eigentlich im Flugmodus? Ist, glaube ich, doch besser, dass die Dinger wegfallen. So, die Typen da brauchst du aber nicht angreifen. Ich sammle einfach noch so ein Ding und gehe an die andere Kamera. Erstmal eins. Du kannst ja Bomben sammeln und hier diese Kanonen wegballern. So, und halt hier Banner und wenn dann Razzies schreit. Ich suche in der Zeit noch eine Kanone. Nee, aber warte, es gibt noch mehr Fetische. Es gibt, wie heißt denn das? Edging. Nee, nicht Edging. Ruined Orgasms heißt das, glaube ich. Ich bin zu viel auf Reddit unterwegs, ich merke es langsam. das ist, wenn Frauen dir quasi aushelfen, mit welchem Körperteil auch immer, ist völlig irrelevant, glaub mir. Und dann, in dem Moment, wo es für dich am geilsten ist, einfach mal die Hände wegnehmen. Boah, asozial. Und du bist dann quasi einfach nur so ein Vulkan. Nennen wir es mal. Das ist meiner Meinung nach, ohne das am schönsten Punkt, was mit dir passiert. Aber es geht noch besser, da gibt es Frauen, die, wo ich mir vorstellen kann, dass das richtig schön wehtut. Ich kann mir vorstellen, Marcel sitzt jetzt nicht im richtigen Boot dafür, aber wenn du so eine jungfräuliche Freundin hast, die es erstmal einen Pimmel in der Hand hat, und du bist fertig und sie macht weiter. Oh. Aber in voller Geschwindigkeit. Das tut bestimmt auch nicht wenig weh. In voller Geschwindigkeit. Und da gibt es auch einen Fetisch für. Und die Männer, die schreien immer ganz schön, also. Vor allem das Ding ist, es gibt auf Reddit eine Kategorie, die müsst ihr euch mal geben, wenn Halloween ist am besten oder am 1. April, je nachdem wie ihr drauf seid. Die heißt 50-50. Da ist ein Link. Und da stehen zwei Überschriften. Einmal irgendwie, was weiß ich, geile Asiatin wird hardcore in den Arsch gebumst. Oder, also angefangen hat diese Kategorie quasi mit, was weiß ich, du hast die Wahl zwischen Granny Porn oder richtig geilen Shit. Damit hat diese Kategorie angefangen. Mittlerweile ist es entweder Gore oder Porn. Ah, dumm, ja, Kanonenkugel. Nimm am besten wieder die Kanone, die ich hier hatte. Hier. Und mittlerweile ist halt wirklich entweder was richtig schön oder dann gibt es halt so einen Typen, der sich da gerade seinen Pimmel absägt. Aber in der Überschrift steht halt geile Asiatin oder der Typ. Oder hast halt Glück oder Pech. Und da habe ich halt auch so diese ganzen Fetisch-Sachen entdeckt.
Weil da kann man mir viel nachsagen, aber sowas finde ich nicht gerade schön. Weil ich gehöre auch zu den Leuten, gehört ja auch dazu, die immer mitleiden bei so Sachen. Oh ja. Gut. Ja, das Ding ist, ich leide immer nur mit, aber nicht physisch, sondern psychisch. Psychisch. Kannst du hier hinten hinschießen, hier hinter die Kiste, Domi, wo ich hier gerade bin? Hier so. Du bist nicht überhaupt. Also hier ist nämlich so eine Kanone. Nee. Nee. Dann schieß mal, dreh dich mal um und schieß mal da in die Menge, da sind noch ein paar. Da wo die Käfige sind. Oh, da hinten ist ein merkwürdiger Saphir. Ein Zentimeter weiter rechts. Oh! Na, geht nicht mehr. Hat er sich nicht mehr angehört. Was hab ich denn hier gefunden? Oh, Schmuck. Den ich brauche. Aber immerhin. Aber nicht haben. Na gut, dann sammeln wir mal noch eine Bombe und schmeißen die daneben. Wo ja. kommt denn die Scheiße her? Aus deinem Darm. Okay. Was ist los? Hast du mit mir geredet, Tobi, oder mit Marcel? Nee, ich war nur ein Kommentar dazu. Na gut, es sei dir verziehen. Ach, wir brauchen noch Marinebefehle, wir müssen noch ein paar umbringen. Komm mal hier schnell, ich hab hier noch ein paar. Ach, du hast hier sogar ein paar gekillt. Interessant. Boom, baby, boom, baby. Jetzt hatte ich tatsächlich den Scheiß hier schneller fertig und jetzt habe ich erst alle Marinebefehle. Hast du alles? Jo. Ich krieg dieses O-Ding da nicht ein, zurückgenommen. Ah, ich muss auch dann noch einmal kurz zu meiner Werft, dann ist das fertig für heute. Ach, ich hab Hunger. Was esse ich denn gleich? Ach, die haben da oben einen Jet. Ach so, na dann. Ach, das ist das. Jetzt so runter. Ach, bringt ja gar nichts, weil man ist ja hier gleich um die Ecke. Boah, ich wollte schon wieder zur Allianz-Dings fliegen. Was gibt's denn noch so für Fetische, die ich euch kaputt mache? Also, erklären kann. Ach, wir müssen ja noch ein Bonusziel machen. Ach, scheiße. Da war ja was. Uncool. Also nochmal zurück. Was gab's denn noch für fiese Sachen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall diese Mina Wicked war ganz cool. Vor allem, die lag nackt am Strand, hat auf dem Rücken geschrieben, Free Fuck. Da kommt der Typ. Boah, Alter, Free Fuck. Wie geil, Digga. Der war richtig aus. Das war Comedy, das war kein Porno. guck mal, ich kann meine Weekly schon abgeben. Dominanz für Elefants. Ich habe immerhin schon 7000. Fehlt nur noch die Hälfte. Ja, siehste. Also brauchst du den Scheiß vielleicht 2-3 Mal die Woche mal, hast du deine Ruhe. So, Tommy 43, was hast du zu bieten? Noch 28. Wie geht's denn so? Etwas drückst du dazu, du musst aber noch ein Bonus-Ziel zu, hast du wahrscheinlich schon 8 bis 9000. Das ist nämlich das Wichtigste, man sollte gleich am Mittwochmorgen, bevor man irgendeine Quest hier macht, sollte man diese Weekly da machen, König des Dschungels. Dann kommen wir hierher, weil hier ist auch noch so eine Bonus-Zielzone, hier geht auch mal relativ schnell, weil hier gibt es viele Rares und hier gibt es Bomben. Die kann man schnell kaputt machen, die Leute. Okay, der eine I need a jungle. Hey, hey. Shit, das war ein Kanon, wir jetzt weiter singen können. Achso. So, ich habe eine Bombe, jetzt müssen wir ganz viel zusammenpolen. Und unseren Artillerieschlag, hat der hier nur 2 Auflagen? Der hat doch sonst 3, oder? Da habe ich mich jedes Mal verguckt. Ja, toll. 3 Aufladungen, aber... Der Puff hier ist voll überladen, hier sind viel zu viele Leute. Sorry. Dann sollst du eigentlich auch noch eine Wiederaufladezeit bei dir sehen, wenn du nur 2 Aufladungen hast. Nee. Tatsächlich nicht. Boom. Das Wahnsinn. Läuft. Ich hab geskillt, wie man das hier abfarmt. Ich weiß, wie das geht. Und trotzdem nur 14%. Das ist eigentlich eine Frechheit von Blizzard. Ah, guck mal her hier. Oh, hier sind keine. Doch, hier hinter mir sind Kanonenkugeln. Das sind die so ein bisschen dunkel sind. Warte, ich pull. Ne, ich kann ja nicht pullen. Muss die so nehmen, wie sie sind.
Jetzt habe ich 3, aber ich hatte keine Aufladezeit. Achso, hast du es vielleicht noch in deiner Leiste? Den Skill? Ja. Ja gut, dann siehst du halt eine. Kannst du aber rausnehmen, dann hast du es in der Mitte. Da hast du zwar den Pool nicht, aber gute Verkehrs. Gute Verkehrs. Verkehr? Ja. Gute Verkehrs, also wer hat hier gerade Geschlechtsverkehr? Gute Verkehrs. Da, die Schwester einfach des Hure-Verkehrs, also es ist so doppelt gemoppelt, weil wir wissen ja alle, dass Huren gerne verkehren. Guck mal, da ist gerade ein Rare gespawnt, ist das nicht schön? Och, Mox! Och, Mox, was los, Digga? Och, Mox, essen! Der Max von den Orks. Der Mox von Orks.